Ich bin Dennis Wolter, 20 und ein paar zerquetschte. Und heute ist der schönste Tag meines Lebens. Ich bin Thomas Gottschalk und ich sage jetzt, heute ist der schönste Tag im Leben von Dennis Wolter, denn das wollte er nämlich. Benny Wolter, 32, Blutgruppe Kakao. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Heute mit Thomas Gottschalk! Ich kann es nicht. Ihr seht unwürdig! Erkennt ihr mich? Also das ist heute wirklich, Freunde, ihr habt es euch draußen gewünscht, wir haben es wahr gemacht, wir für eure Gebühren machen wir alles wahr. Ich fühle mich wirklich, als wäre das hier alles ein Traum, weil wir ja die größten Thomas Gottschalk-Fans der Welt sind. Europas mit Recht, auf jeden mit Recht, Fall. Mit Recht, man merkt es euch auch an, ihr seid nicht schlecht im Fernsehen. Ja, danke, danke, danke. Heute spielen wir Erkennst du den Song? Die Regeln sind einfach wie genial. Der liebe Miguel spielt uns Songs vor und wenn wir denken, Mensch, den Song kenne ich und den Interpreten auch, dann buzzern wir, dann muss man die Antwort geben. Wenn alles stimmt, gibt es einen Punkt. Man muss aber dazu sagen, dass Miguel euch Songs vorspielt, die er selber nicht kennt. Das ist wahrscheinlich so. Das macht die Sache nicht einfacher. Ist 97, das glaube ich doch schon, dass er... Und wer zuerst fünf Punkte gemacht hat, der darf die goldene Ananas berühren. Aber nicht mit nach Hause nehmen. Doch bevor wir loslegen, habe ich einen Kommentar des Tages aus der Folge mit Klaas Häufer Umlauf. Die gibt's hier unter dem i. Tommy, unter dem i kann man die anklicken. Ja, richtig. I wie i, ist das eklig. Da hat SAYL7RP geschrieben, ja. Habe das Format einige Wochen nicht geschaut. Haben sich da ein paar Sachen geändert. Benny wirkt weniger peinlich, hat sein ADHS besser im Griff und es kommt kein Schlager mehr. Yeah. Würde mich freuen, wenn es so weitergeht. Ja, ich bin vor und hinter der Kamera medikamentös eingestellt. Dementsprechend. Wenn kein Schlager kommt, steige ich gleich aus. Ich habe ja den Rap in Deutschland erfunden. Ich stehe auf Kumpan Raps, Ecstasy, Devo, Patti Smith. Jawohl. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen weg. Digga, Spinner am Mann, hast den Flimmerkram, wann tust du dir das endlich rein? Mensch, Money, Mensch, Funk, in der Rock'n'Roll-Zeit, da war ich noch viel zu klein. Ihr kennt mehr Text als ich. Schau die Girls mir an auf der Rollerbahn, das gibt mir einen Bombien Drive. Ich sag Bam, Schippity, du hast Sack ist für Mabel, I need you, Bam. Und ich hab gesagt, so, was? Ja, also. Let's go home, the way tonight, no regrets, just love, we can dance, until we die, you and I, we'll be young forever. Katy Perry, Teenage Dream. Katy Perry. Ja, habe ich auch schon gehört. Die war auch schon bei Wetten, dass ich kenne Katy Perry, ihr kennt den Titel, das sind die Unterschiede. Aber wir haben mal mit Bill und Tom Kaulitz geredet, die sind ja nicht so gut, auf Katy Perry zu sprechen, weil die quasi den beiden Tokyo Hotel Boys zu Anfang ihrer Karriere nicht so viel gegönnt hat, weil sie quasi die Tokyo Hotel Leute viele Preise gewonnen haben und da war sie neidisch. Katy Perry, hey, you're welcome, please answer my message, now come here in the Wohnzimmer. Ich habe ein Foto von Katy und mir auf dem iPhone. Kann ich euch nachher mal zeigen. Von der Das ist Original, oder? Das ist Original, Run DMC. Wie heißt der Song? Der heißt Run DMC mit, oh Gott. Ich hab keine Ahnung. Kannst du bei Reck weitermachen. Kennst du das wirkliche Original von mir natürlich? Ja, ich kenn auch nochmal. Sugarhill Gang, Rappers Delight. Ja, genau. Welche aktuellen Musiker oder Bands... Ich darf jetzt beim nächsten Mal nicht mitmachen. Nee, jetzt war vorher, immer beim nächsten Song. Du kannst es jetzt sind wieder alle drei. Wieder frei. So ist toll. So, tolles Spiel. Ja. Tolles Spiel. Super Spiel. Du spielst unglaublich gern, hast du uns auch gesagt. Du liebst Spiele. Wenn ich schon Buzzer sehe, renne ich schon. Wir haben extra wegen dir anfertigen lassen, weil du bist wirklich so eine Spielmaus, haben wir uns sagen lassen. Welche aktuellen Bands magst du denn so? Magst du auch Leute, die ganz aktuell frisch auf dem Markt sind? Imagine Dragons? Ja, Imagine Dragons, die finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Das neue Lied von denen finde ich gut übrigens, ja. Ich finde so Sachen gut wie... Overground. Wie Lumineers beispielsweise. Die sind jetzt nicht so bekannt, aber... mit denen hat so interessanterweise Pink auf dem neuen Album sogar was gemacht, einen Titel. Wie ist Pink privat? Pink ist toll. Pink ist eine von den wenigen, die ich wirklich akzeptiere aus dem aktuellen Showgeschäft. weil sie neben uns. Bei der halte ich auch eine längere Karriere für möglich. Die kann was, ist ein echter Showstar. Und die ist auch privat okay. Also die ist noch nicht so untergegangen in diesem Geschäft. Es gibt ja viele, wo ich sage, oh Gott, die wissen gar nicht mehr, dieser arme Justin Bieber, der Mann, der
der ist ja nicht mehr Herr seiner Sinn, ein gebrochener Mensch, ja. Pink, die liebt das, was sie macht, die ist lustig und ich habe die paar Mal in Malibu getroffen. Is that you fucking Thomas? Da habe ich gesagt, ja, it's me fucking Thomas. Wie sprechen die denn einen Nachnamen überhaupt aus? Weil Thomas, gibt es ja auch im Englischsprachigen, aber sagen Gottschall. Die Gottschall, kriegen die jetzt gebacken? Die meinen Nachnamen kennen die gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie Pink beim Nachnamen heißt. Do you believe von Cher? Do you believe in love, Cher? Nee. Cher, no believe? Ja. Woran glaubst du, Thomas? An Cher. Für mich aber. Nie gehört. Doch. Reinhold Beckmann? Nein. Deep Purple, Smoke on the Water. Ja! Ein Casino gebrannt und da haben die diesen Song gemacht, ja. Hast du denn den aktuellen Trend mitbekommen, Thomas, von den ganzen, man raucht ja keine Zigarette mehr, man vaped. Man vaped, ich weiß, ja genau, ja. Schön Maracuja-Sahne. Schon mal gemacht? Nee, aber mein Sohn hat eine Zeit lang gevaped, hast du nicht nur von dem gesehen, das war ja, also diese Vaperei, ich weiß nicht, was das war. Hast du mal dich ja mit der dicken Zigarre? Zwischendurch, ich habe auch ein Foto mit, wo ich mit Arnold Zigarre rauche, ne, kann ich euch nachher mit Katy Perry zusammen. Hast du schon mal einen Joint geraucht? Nee. Ich auch nicht. Ich war mal mit Smokey beim Abendessen, dann rannten die dauernd aufs Klo. Da hat irgendjemand gesagt, die koksen euch, wozu müssen aufs Klo gehen deswegen. Aber. Nee, Drogen sind auch nichts für uns. Die Droge ist, die einzige Droge, die wir lieben, ist das Showbusiness. Yeah! Und jetzt ist der Tag mit dir. Ich bin komplett berauscht. Ich bin das Koks des kleinen Mannes. Der kleinen Männer. Tommy, das war dein. Warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nichts? Mega! Warum das? Warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Sie fragen, Jesus, warum bist du nur so? Warum gibst du dir die Kante? Warum bist du auf Koks? Warum dies? Warum das? Warum? So, erstmal Jesus natürlich. Warum bist du nur so? Warum das? Warum für keinen? Warum frage ich mich auch? Warum? Aber sowas ist gar nicht deine Musik, ne? So Deutschrap. Ach, na, das ist, nee, ich weiß auch nicht, das stimmt irgendwas nicht. Das ist für mich nicht echt. Das sind so maulige Menschen, die sich so beschweren über Dinge, über die man sich nicht beschweren müsste, finde ich. Ja. Und die schon gar nicht. Aber so what? Stimmt nicht. Hörst du gern Promillepop? Promillepop? Ja. Dicht und Doof ist ein bekanntes Promillepop-Duo. War damit schon mal im Fernsehgarten. Im echt im Fernsehgarten? Ja, ja. Da habe ich es noch nicht hingeschafft. Ja. Boah, ich im Fernsehgarten, stell dir vor. Oder bei so einem. Du hast noch nie eine Anfrage von Kiwi bekommen? Nach dem Motto, hast du mal Lust? Anfrage kriege ich jede Woche, aber ich noch nie hingeschafft. Ich sage immer, ich bin bei Dennis und Wunderlich. Ja, genau, super. Ich heiße Benny. Das können wir schneiden. Weiter. Schneid ihn raus. Sag mal, ist der Kerl plemplem? Ja, das ist es doch. Thomas und die besorgten Väter, what happened to Rock'n'Roll? Ja! Ja! Ja. Das gebannt damals vor Väter. Genau. Das war doch die Zeit, wo Eminem. Das Ding habe ich in 10 Minuten geschrieben, den Text. Du hast den Song selber geschrieben? Hat er gelegt? Nee, den Song habe ich nicht geschrieben, aber den Text habe ich geschrieben. Ach. Van Halen Jump. Ja. Jump! Du hast ja einen Podcast mit Mike Krüger. Das stimmt. Dafür erstmal beglückwünsche ich dich. Applaus. Und worum geht's denn in eurem Podcast? Was wird besprochen? Das weiß ich nicht mehr. Das sind zwei Männer, die viel zu erzählen haben und die erzählen viel. Ja. Ja, wir haben ja mehr erlebt als ihr. Ja. That's why I keep on.
Robbie Williams, Feel. Yo! Um Robbie Williams mache ich mir Sorgen, der ist so zart. So dünn geworden. So dünn geworden. Ja. Das höre ich immer, wenn ich sage, wir machen uns Sorgen um Robbie Williams. Keine Sau interessiert das, außer die Zuschauer. Wie geht's dir denn? Du hast ja persönlich bei der letzten Wettbewerb. Guter Typ, immer wenn ich den sehe, fragt er mich Fußballsachen aus. Ein guter Typ. Den mag ich, weil er so wurschtig ist. Der ist real. Der ist real. In der Tat, ja. Bist du Fußballfan? Eigentlich weniger. Fortuna Düsseldorf sind wir Anhänger. Tommy, guck mal hier. Tommy, kannst du einmal halten? Dann können wir nämlich unserem Kumpel Fortuna sagen, Tommy hat das Logo gehalten. Ja. Oh mein Gott! Ja! Super, Applaus! Der hängt Fortuna zum Halse raus. Du kennst doch bestimmt Oliver Kahn, oder? Oliver Kahn kennt jeder, ja. Ich kann dir ein gutes Wort einlegen bei der nächsten FC Bayern Party, wenn der Präsident steht. Ich würde sagen, Oliver, es gibt nur noch eine Möglichkeit für die armen Jungs, sich zu steigern, nachdem ich da war. Das wärst du. Ja. Kapitän begrüßt Sie am Das ist natürlich der Bierkapitän. Oh Gott. Mit Markus Becker. Markus Becker, ich bin der Bierkapitän. Markus Becker. Richard Bier. Markus Becker, der Bierkapitän. War der schon mal bei dir, Richard Bier? Nein. Bierkapitän, bist du schon mal auf Mallorca gewesen? Am Ballermann. Aber ja, genau, komischerweise, Ballermann. So. Komischerweise schon. Ich hab dir Jürgen Drews zum König von Mallorca gemacht. Stimmt, das war dein Verdienst. Dafür gehst du mal von deinem Ballermann. Echt? Eine meiner größeren Leistungen, ja. Ich hatte den nämlich in Wetten, das dachte ich, mein Gott, ich kann doch den Jürgen Drews hier nicht, was mache ich aus dem? Habe ich gesagt, hier ist der König von Mallorca. Wow. So wie ihr sagt, ich bin das Beste, was euch passieren kann. Ja. Das sind so Verlegenheitsfloskeln, die nichts wert sind. Ich nehme es ernst. Okay, das heißt, aber du warst jetzt noch nicht so als Privatperson. Hier einen Bierturm bestellt und dann abgezapft. Vermummt mit einem riesengroßen Fischerhut. Und wenn ich so weit bin, sage ich euch Bescheid. Dann wollt ihr ihr mich nicht mehr haben. Ja, mega geil. Oh nein. Tommy, super geil. Ja, geil. Komm zurück, komm wieder. Ey. Jetzt die Flachpfeife, die Katja ist weg. Komm ran, Tommy, komm ran. Ihr habt es so gewollt, muss man sagen. Ihr habt so gewollt. Ihr wollt den Onkel Dieter wieder haben. Es gibt eine nächste Staffel. Ja. Ja. Hat er Schiff. Wette? Du hast doch Begabung. I hate this part, die Pussycat Dolls. Ja. Er zieht uns davon. Wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Ach, die waren auch bei dir in der Sendung, die Pussycat Dolls. Die sind im Auto vorgefahren, bei Wetten, das weiß ich nämlich auch noch. Was machst du eigentlich nach der Show? Haust du dann ab direkt oder gibt es erstmal ein Glas Sekt nach der Show? Ein Glas Weißwein? Die Tage sind vorbei. Es gab mir richtig große Aftershow-Partys, wo man richtig dazugehören musste. Da kamen Busse, kamen da an. Da habe ich mich oft verweigert. Hab ich gesagt, das war dann so eine Unternehmung. Da konntest du für die Aftershow-Party Tickets buchen. Mhm. Ja, klar. Das ist ja dann Privatmenschen doof. Waren auf der Party? Waren da private Leute auf der Party oder nur Promis? Meistens waren natürlich die Stars waren seltener da. Manchmal der Hasselhoff kam immer. Kennt jeder. Take on me, aha. Kurzer Punktestand. 3-3-3. Oh. Hast du schon mal Lotto gespielt, Tommy? Nee, ich war von Natur aus reich. Hat mich mal einer, so ein 12-Jähriger, gefragt, Tommy, was würdest du machen, wenn du 1 Million hättest? Hab ich gesagt, da müsste ich mich sehr einschränken. Celestia von Ed Sheeran. Ja. Ed Sheeran bringt in jeder Woche 7 Songs raus. Immer nur Ed Sheeran. Aber der winselt in letzter Zeit immer so, ne? Immer so das Gleiche. Der ist aber auch sehr nahbar. Also Ed Sheeran kennst du doch bestimmt auch, oder? Ed Sheeran kenn ich nicht, habe ich nie getroffen. Mhm. Der ist mir aber sympathisch geworden, als er in diesem Beatles-Film mitgespielt hat. Da fand ich ihn richtig sympathisch, dass der das gemacht hat, weil das ist toll. Auch ihr, wenn ihr so den alten Leuten noch ein bisschen die Stange haltet. Also natürlich, dass der Paul McCartney, halte ich alles. Der halt John Lennon, der hielt John Lennon für den Größten. Prince Purple Rain.
Oh. Purple Rain. Ich spiele sehr schlecht Klavier, aber ich habe, wie bessere Kinder das in den 60er Jahren immer mussten, Klavierstunde gehabt. Ich kann für Elise, aber ich kann nur vom Blatt spielen. Ich habe es immer gehasst, wenn dann Menschen gekommen sind, die sich ans Klavier spielen und so improvisieren. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich muss, wenn ich nicht umblätter, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ist das nicht Michael Jackson, der Earth-Song? Ja. Nein! Da hat er doch bei mir da auf der Warte, da stand er doch auf diesem, bei dir war er, ja. Dings, genau. Ja. Da war ich so aufgeregt, dass er runterfällt, das arme Kerlchen, und sich die Nase bricht, habe ich gedacht, oh Gott. Da sind die Leute ja ausgerastet, als Michael Jackson da war, wir wetten das. Here is the king of pop, Michael Jackson! Ja, ja, klar, aber ich glaube, es ist auch mehr meinetwegen. Ja, ja. Aber hast du bei Michael Jackson auch das Gefühl gehabt, also warst du da quasi auch nervös, dass du sagst, Mensch, das ist nein, jetzt Michael Jackson? Nein, also bei Michael Jackson schon gar nicht. Ich war nervös bei Sean Connery. Also wenn ich die Helden meiner Jugend, also bei Paul McCartney, da war ich im Grunde nervös, weil ich gedacht habe, oh Gott, dass der sich dazu herablässt, so wie ich zu euch zu kommen. Dass der schon, aber der bei Michael Jackson, das war schon nicht mehr meine Generation. Ich muss aber sagen, ich habe nie einen Menschen erlebt, wo Genie, musikalische Genie und menschliche, sagen wir mal, psychische Störungen so nah beieinander liegen. Mhm. Der war ein Opfer seiner Umgebung. Und es gab auch nur Umgebung. Das war so ein Männlein, den hast du gar nicht gesehen in seiner Entourage. 12 Leute, glaube ich, um ihn rum. Jeder hat ihm gesagt, das soll er machen, das soll er nicht machen. Das ist ganz furchtbar. Der war nicht mehr selbstbestimmt, der arme Kerl. Aber hat mir leid getan. Und das sind die Nase, das gesehen von nahen, ja. Die war mehr angeschminkt als angeklebt. Ja, also das war wie der Prinz Markus von Anhalt. Der hat auch so eine andersfarbige Nase. Elton John, Crocodile Rock. Ja. Komm hier gerne nach vorne, schnapp dir die anderen Hand, berühr sie gerne und der Tosen im Applaus. Hey. Ah. Ah. Ja, total geil, ja, Tommy, du gewinnst alles. Ja. Hammermäßig, ja. Ja. Ja, du kommst Tommy, mit auf meine wirklich. Tour. Ich hab's dir auch gewünscht, dass du gewinnst, ehrlich gesagt. Das ist mein. Aber du hast mich nicht gewinnen lassen. Sag jetzt bitte nicht, nein, dass du mich nicht gehalten hast. Nein. Das war Erkennst du den Song mit den drei Bierkapitänen? Ja. Dennis, toller Gast, Thomas. Hast du echt toll gemacht. Ja. Dann hättest du meinen können, du warst schon mal öfter vor der Kamera. Also ja, also ich... Mach's mal öfter. Ich glaube, das war mein Durchbruch. Ich will doch deine Hand haben. So. Oh. Alles gut. Ja, wir gehen in die Endcard. Oben gibt's ein Video von Valulis Daily. Bild TV 2.0. Welcher Milliardär hinter Achtung Reichelt steckt? Bin ich mal ganz gespannt. Und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den Song? Und damit schönes Wochenende oder schöne Woche. Wo bin ich hier hingeraten? Ciao!